Herzlich willkommen zu diesem Let's Play auf Rocket Beans. Heute mit was ganz Besonderem und zwar Bright Memory, einem asiatischen Shooter mit Sci-Fi-Setting. Ich kenne bisher nur sehr wenig, habe mir mehr oder weniger das Spiel geholt, weil mir die Steam-Bewertung zugesagt hat. Ich glaube, es ist auch relativ aktuell. Und ja, das ist der Titelbild. Mehr weiß ich auch nicht. Wir gucken einfach mal direkt rein, fangen an. Hier steht auch schon Early Access Ending for Bright Memory. We want to thank everyone for showing your support. Purchasing Bright Memory Early Access for the title is coming to an end. Those of you who have purchased Bright Memory before the release of Bright Memory Infinite will be receiving Bright Memory Infinite free of charge. It has not yet been decided how the software will be distributed. The contents of the Early Access game column will be preserved, but updated content will be transferred to the new Bright Memory Infinite. Lastly, we would like to thank once again all of you who purchased Bright Memory during the early access stage. With this latest update, we've added a new character skin, so please be sure to check it out and we hope you like it. Okay. Das ist der Anfang gewesen. Ja, wie gesagt, es gibt wohl einen neuen Teil bzw. einen Infinite Trailer. Hier sehen wir es ja auch. Oder? Ja, sieht so ein bisschen aus. Und der basiert natürlich auf dem Early Access hiervon. Da ich aber keine Ahnung habe von all dem Kram, kann ich eigentlich auch sagen, weißt du, scheiß drauf, was soll das alles? Ich fange einfach neu an. Haben sie echt wieder hier diese Schuluniform-Gedönse? Das ist ja echt absurd, ne? Das ist ja einfach absurd. Guckt euch das an! Dieser lächerliche Fanservice jedes Mal. Mein Gott, Leute! Das ist nicht zu fassen. Kann ich... Habt ihr auch eine normale Klamotten? Oder habt ihr nur diese pornöse Scheiße? Mein Gott. Asiaten haben meiner Ansicht nach echt einen Schatten. Anders kann man es nicht sagen. Ihr spinnt doch. Okay, so. Wir fangen an. Viel Spaß. Es geht los. Also die Mucke ist ja schon mal ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Dam. Okay. Ups, nee. Hier. These two worlds are connected, like a pair of twins. For one to survive, the other must be sacrificed. Just a special ID card. Nothing else that I can see. Roger that. I'm on my way. Keep in touch. Entschuldigung. Ah. Ich bin gerade am Husten. Der Ton ist sehr laut. Und ich habe das Ingame noch nicht reingebaut. So. Machen wir so? Ja, versuchen wir mal so. Komm, machen wir ein bisschen kleiner hier. Ich habe schon lange keinen Shooter mehr gespielt, fällt mir ein. Es gab irgendwie eine Zeit, da gab es nur Shooter und mittlerweile ist schwierig. Es gibt auch, ich muss noch mal gucken, es gibt ja auch diesen Slash, habe ich gerade gesehen, und zwar, wenn ich das Mausrad benutze, aber das hat gerade nicht funktioniert, deswegen will ich nur noch mal sicher gehen, dass das hier alles richtig ist. EMP, F, Light Blade E, Grapple Q, Light Force Field T, Release Limit, Dodge, Interact, Skill Screen, okay, eine Menge.
Ja, genau, hier. Maus, Wheel, Button, Maus, Side Button, okay. Hier ist aber nirgendwo Maus, Wheel als Option. Naja, werden wir mal gucken. Wenn ich den Maus, Wheel, Button drücke, seht ihr, kommt der Laser, immerhin. Also optisch gefällt es mir irgendwie schon ganz gut. Das hat so einen kantigen, coolen Sci-Fi-Look. Natürlich hat es die üblichen Sci-Fi-Kanten und die ganzen, alle Sachen, die Trant schon gesagt hat, sind hier mit dabei. Aber das gehört sich halt auch so. Allein jetzt. Future-Kreise, Future-Knicke. No way. Long time no see, Shelia. Carter, why are you... I advise you to stay out of this matter. Wake was as stubborn as you are. What the hell happened here? Das ist ja mega spektakulär, was da alles am Anfang passiert. Hör mir auf. Okay. Okay, das war ganz cool. Cooler Anfang, finde ich. Oh, ich glaube, ich muss hier gerade noch ein bisschen mit dem Mikro rumspielen. So, jetzt müsste es ein bisschen besser sein. Tut mir leid, wenn es geknackt hat oder irgendwas. Jetzt ist es besser. Ja, so richtig wissen wir es auch nicht. Wir sind irgendwo rein, wollten was verhindern oder absichern. Auf jeden Fall wurden wir überlistet. Where am I? How amazing. Das ist schon okay. Also wenn das alles Open World ist, ist das eine spannende, spannendes, schönes Setting. What's that light? It's the light from the lab. I'll go check it out. It looks like someone used to live here. Ah, okay, wollte ich mal gucken, was das so bringt. So, ich hoffe, man hört mich, weil es immer Musik und so. Ich hoffe, wenn ich rede, hört man mich auch einigermaßen. So, was habe ich noch? Ich probiere ab und zu natürlich auch Light Slash, Blast Slash. Schade, kann ich halt nicht, ne? Alter! Da einfach ein Vogel, Löwe. Flaute, mein Freund. Zack, 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 zack. Ja, genau, die fliegen alle. Shit, aber das geht nicht. Doch. Das ist ja Hammer. Das war ja geil. Es geht aber nur, wenn man das im richtigen Moment auch macht. Es geht vorher halt nicht. Flaute, mein Freund. Jetzt. Oh. Du sollst floaten. Scheiße, wie schießt man nochmal? Wie haut man nochmal damit? Okay. Beim nächsten Mal. Mann! Doch noch geschafft. Das ist ein bisschen wie Doom, also was die Geschwindigkeit angeht, das Ganze. Und die Mucke ist Hammer, ey. Also einfach mal, es ist ganz selten, dass man so Metal oder so Rock-Geschrammel hört. E-Gitarren in Shootern, dabei passt das doch so perfekt. Ihr könnt mich jetzt mal, Leute.
Ich sollte vielleicht auch nicht mit der Schrotflinte auf so viel Entfernung, aber... Bam! Junge, dein Kopf ist nur noch Kartoffelbrei. Oh, falsche Richtung. Hey, teilweise klebt man da so ein bisschen dran an den Gegnern. Oh. Amtlich, richtig amtliche geile Scheiße war das. Okay. Ups. So, was ist nochmal? Q ist heben, ne? E ist slashen. F ist... Nö, Moment. F ist eventuell hochheben. Q müssen wir gleich mal ausfinden. Und Shift. Unten links steht ja auch alles nochmal. Kurz mal ein wenig upgraden. Was haben wir hier? Skill, alles schon unlocked. Kann ich Time Freeze? Kann ich mir den holen? Nicht genug XP. Wo stehen die denn? 78. Ja, die hebe ich mir aber doch dann lieber auf, oder? Ah. Increase Running Speed ist natürlich nicht unwichtig. Ich würde aber echt gerne, ich will lieber auf diesen Skill sparen. Weil ich glaube, Time Freeze macht uns allen richtig Spaß. Oh. All these soldiers' remains. What happened here? Oh shit, an ambush. Okay, so. Von den Flammen, okay. Das ist so befriedigend, Alter. Wenn du den zerlegst in Millionen Bestandteile, sein Blut wird einfach Teil der Luft. They're finally down. But how do I get out of here? The murals on the wall must be connected to these symbols on the ground. Okay, also Batman, Berge, Batman, Ägypten, der Rocket Beans Aktienkurs. Batman, Ägypten, Rocket Beans Aktienkurs, okay. Und dann? Shit. Okay. Diese drei Symbole, Batman, Ägypten, Aktienkurs von Rocket Beans, sind die hier? Es sieht nicht so aus. Gut, dann werde ich jetzt erstmal... Okay, ich muss das natürlich übereinander legen, nehme ich mal an, alle drei. Ach, da sind auch nur drei Buttons, okay. These symbols on the rotating disc must be the key. How does this work? So, wo ist denn der allererste? Ach shit, das ist der falsche. Warum bewegt sich der in der Mitte überhaupt nicht? Okay, das heißt dann aber, wir müssen uns... Wir müssen... Ah, doch, hier geht die Mitte. Ah! Das ist ja geil. Okay, so.
Ah, okay. Ich muss also nicht Symbole nachsuchen, sondern die 10 steht für die Fledermäuse, okay. Und ich nehme an, dass jetzt die 3, nehme ich an, hier in die Mitte muss, weil das hier steht ja schon richtig. Jetzt einmal gucken, was ich mit dem in der Mitte mache. Ja. Okay. Jetzt haben wir es gleich. Ah, okay. Ich glaube, naja, wir kriegen es hin. Ich glaube, ich sehe das Problem. Wenn ich jetzt gleich den anderen drehe, wird es ja auch wieder verdreht. Ich muss die vorher so anordnen, dass die sich dann richtig hindrehen. Es könnte klappen. Nee. Okay. Der in der Mitte muss also noch eine Vierteldrehung hier hoch, sozusagen. Ohne dass ich. So, ne? Warte mal. Oh, falsch rum. Ah, nee, nicht ganz falsch. Na, gucken wir mal. Ja, ne. Ja. Nailed it. Genagelt auf Deutsch. So, wie viel habe ich? 156. Dafür hätte ich gerne einmal den Time Freeze. Okay. Wie kann ich den jetzt... ihr wolltet mir sagen, wie ich den machen kann. Ah, okay. Zweimal F. Ha. Also es ist schon cool. Es ist ein bisschen schwierig, sich die ganzen Kombinationen zu merken, aber man kann verdammt viel machen. Also da bin ich echt richtig überrascht. Ich weiß ja nicht, wusste ja nicht, was mich hier erwartet, aber... Es ist richtig geil. It's dark in here. I need to turn on my flashlight. Is that Carter's men? It looks like they've found the beam too. I have to hurry and catch up. Ich dachte, ich habe einen Doppelsprung gerade gemacht, aber wahrscheinlich muss ich oben irgendeinen Haken mir holen. Das erinnert mich ein bisschen an Black, in denen die Waffen ja auch immer sehr populär zu sehen waren in Close-ups und alles. Also ich finde das irgendwie total überraschend gut. Vielleicht habe ich auch lange keine Shooter mehr gespielt. Doom hat mir ja auch Bock gemacht, aber war mir auf Dauer dann doch zu anstrengend. Aber hier habe ich irgendwie, finde ich alles, was ich mag. Sci-Fi, Natur, geile Kämpfe, Action, die Musik. Ja, was denn? Krass, ich war so auf mein Combo konzentriert und dachte, dass ich vielleicht diesen Slash hinkriege, dass ich übersehen habe, wie schwach ich bin. Ich hätte einfach auch nicht runterspringen dürfen. Ah, die Flashbang ist krass. Kann ich nicht? Darf ich nicht? Oh, das ist ja gemein. Arena.
Mann! Man sieht nichts! Ah! Das ist eigentlich nicht so schwer. Das kann man schaffen, verdammt nochmal. Okay, komm, komm, komm. Vielleicht, naja, Schrotflinte ist jetzt auf die Entfernung auch nicht gut. Die MG an sich ist schon toll. Wenn ich sie wechseln würde, mehr. So, was habe ich denn noch? Shift, F und E und Q. Okay, ja, Q bringt mir erstmal nichts. Fabelwesen los, sag mal. Warum sind die überhaupt auf eurer Seite? Alter, ich habe den gut zugesetzt, aber der war einfach eine ganze Ecke heftiger. Master the Dodge Skill and you will survive unscathed. Okay. Dodgen. These monsters don't seem very friendly. Da kam man ja gar nicht mehr weg. Ich habe gerade einmal kurz nur unten links hingeguckt, was war jetzt nochmal dieser Timelapse? Zweimal F. Okay, diesmal kriege ich es besser hin. Der kriegt jetzt erstmal von mir direkt einen Timelapse auf den... Jawohl, ja. Ja, halt durch die Höhle. Och komm, einmal übers Feuer springen, schon tot. Na gut. So ist es halt. So ist es halt, verdammt nochmal. Lebt damit.
Ah, Mann! Weil die Waffe leer war. Also, nein, nicht nachgeladen war. Scheiße. Das ist voll dumm. Man ist teilweise so... Ich find's, wie gesagt, es ist super. Es macht mir Spaß, aber ich muss erstmal reinkommen. Und man ist immer schnell in so einem Überforderungsmodus, wo man auch gar nicht mehr genau sieht, wo man eigentlich gerade angegriffen wird. Dann wird's noch schwarz-weiß. Da ist man dann schon fast tot. Diesmal werde ich vorher nachladen. Ah, der ist schon, okay. Okay, das ist halt schon lustig. Das ist halt echt geil. Einfach ein Bonfire. Ja, ja, okay. Wir verstehen. Wir verstehen uns. Es ist so eine Art Baller Dark Souls, oder wie muss ich das mir vorstellen? Mischung aus Dark Souls und Doom. About what? Ja, reden. Das führt doch zu nichts. Okay. Naja, ein bisschen schon. Musst halt mal ein bisschen mehr Munition mitnehmen. Oh. Der ist krass. Okay, der ist krass, weil der kann sich so randashen und dann sofort seinen Schwertstreich erledigen. Wow, okay, das ist sehr spannend. Wir machen gleich weiter. Wir machen kurz Werbung und dann geht es direkt weiter mit Bright Memory, einem ja, Ego-Shooter Dark Souls-Clone mit Doom-Gameplay und Simon Kretschmer am Controller. Freut euch drauf. Gleich jetzt weiter mehr zu diesem Überraschungshit für mich hier bei Let's Play of Rocket Beans. Bis gleich. Zurück bei Bright Memory, einem Ego-Shooter, der so ein bisschen Dark Souls zusammen mit Doom versucht zu kombinieren. Ja, das klingt komisch, ist aber so und funktioniert ganz gut. Hier sind wir beim ersten Endgegner, dem Forest Lord, und haben viel zu tun, denn der hält viel aus. Ah, dieser letzte Schlag in der Kombo.
Oh, jetzt muss ich ein paar von den Minions killen, damit ich mal ein bisschen wieder Energie kriege. Schnell, renn, Shift! Jawoll! Und ich wollte ihn eigentlich finishen mit dem Messer. Hat aber nicht ganz hingehauen. Krass. Das war sicher nicht perfekt, aber ich finde, es lief doch an sich relativ gut. 200 habe ich. Was will ich für einen Skill lernen? Time Freeze. Ich habe ihn halt nie benutzt, ne? Das ist schon komisch. General Quantum... Habe ich den nicht schon letztes Mal unlocked? Vielleicht habe ich es einfach nicht richtig gemacht. Okay, den haben wir jetzt. 2x F. Kriegen wir hin. 80. Damit kann ich ja nur schneller... Ach, Feature unlocked. Okay. Moment. Doch, da ist es doch. Ja, der Button hat mich etwas verwirrt. Okay, cool. Los geht's. Weiter geht's. Nächster Gegner. Nächster Level. Her mit der Scheiße. Fall doch nicht einfach so den Abgrund runter. Das haben wir dir 100 Mal gesagt. An air serpent? What is it doing here? I have to hurry toward the light. Das ist so frech, aber irgendwie auch lustig. It looks like he's controlling the black mist. I think I can get down safely. Das kann halt echt jedem passieren, aber das war dumm. Rückwärts in den Abgrund gefallen. Ich häng fest. Ah!
Der hat's aber echt wissen wollen. Man sieht halt einfach nichts. Okay, komm, nochmal. Das ist aber spannend, ich mag das. Einzig die Ladezeiten sind ein bisschen zu lang. Uh-oh, it's gonna collapse. I have to run. Okay, bin ich zu schnell und muss eigentlich warten, bis der Grappling Hook kommt? Ich nehme an, dass es sowas ist, weil ich springe und es passiert einfach nichts. Ich nehme an, ich muss warten und dann kommt ein Grappling Hook. Greifpunkt. Uh-oh, it's gonna collapse. I have to run. Ja, fuck. Ich hab doch gerade den Dash gemacht. Nein, nein, nicht die Musik. Nicht das Schwarz-Weiß. Ah, ich hab's gewusst. Weil ich einfach zu Action geladen bin. Ich will dich mit dem Lightblade zerteilen. Es wollte nicht. Alter, was ist denn hier schon wieder passiert? Ständig kriegt man's ab. The crane and the underwater tablet must be related. I'll try going up. Okay, ich habe Skills, aber ich kann sie mir gerade nicht kaufen. Verdammtes Skill-Teasing. Da hoch muss es. Okay, hier dann. Okay, irgendwie muss ich einen Weg auf das obere Stockwerk finden. Wo, weiß ich nicht, kann ich denn an Wänden eventuell hochlaufen? Das wäre... So, das geht aber irgendwie, geht das schon.
Ah. Na, es reicht nicht. Ah, das ist ja geil, das sehe ich jetzt erst, dass das ja so einen richtigen, dass man das ja gar nicht nur als Nahkampfwaffe benutzen kann. Das ist interessant, okay. Trotzdem, ist das hier vielleicht ein Schalter? Auch nicht. Kurz mal gucken, was ist denn die Aufgabe? Okay, wird mir nicht angezeigt, aber ich nehme an, irgendwie da hinkommen. Das kann doch eigentlich nicht so kompliziert sein. Hier irgendwo halt hoch. Hat er vielleicht Walljumps? Okay, das ist es auch nicht. Ich muss noch mal kurz nachgucken, ob ich einfach irgendwas übersehen habe, in was die Kontrolle angeht. Rennen, ja klar. Vorwärts. Grapple, Force Shield. Space. Space gedrückt halten. Also, wenn ich einfach gedrückt halte, kriege ich diesen Booster. Okay. Aber er reicht halt leider trotzdem nicht. Oh, komm, hier, oder? Hier muss ich doch drauf. Ja. Jetzt klappt's. Na, endlich. Oh, ihr Pimmelköpfe. Carter seems to have left. Why did he give up on solving the puzzle? Shit, Mann, ich war so nah dran. Dieser Balken, der muss doch irgendwas bringen. Na, scheinbar nicht. Mal gucken, was dadurch jetzt bewegt wird. Ah. Kommt da einfach der Boden aus der Wand. The chains and the pillars look useful. Hit. Alter, das ist aber nervig. Also diese Sprungpassagen, so cool sie auch sind, dass man da immer wieder von ganz vorne ist halt auch ein bisschen lame. Okay.
I might be able to climb up on the crane. Na komm! Shit, mit einem Schlag. Mann, ich war so in der Zone. Ich wollte es gerade so richtig denen zeigen. Aber ja, zwei von denen sind dann doch auch ein bisschen kniffliger. Die muss man alle nacheinander schnell erwischen. Aber es ist ganz schön Hammer. Es ist einfach Hammer.
statue must be the treasure Carter was searching for. Boah, war das intensiv. Wirklich, einfach nur fucking intensiv. Also, ich habe irgendwas richtig Krasses hier bekommen. Geil, nehme ich. Da kann ich schön den Siegertrunk. I should take this statue to the doctor. It must have some kind of secret. The door is opened. I should be able to get out of here. Mit ihm. Oh, Wasser, okay. Ich habe gar nichts mehr dafür, okay. Ja, hier war ich schon, ne? Wo hat er denn seinen Kopf? Der hat ja seinen Kopf ganz woanders. Schießt sich ihm in die Mitte oder oben auf den Stumpen? Was bringt richtig was? Man weiß es nicht. Bright Memory. Jetzt geht das Spiel erst richtig los. Okay, oh, ich sehe, das war ja jetzt erst mal nur der
die Demo, ne, der Trailer, wenn ich das richtig verstanden habe. Geil. So, sind wir fast am Ende, ne? Kurz noch den Hebel werde ich kurz noch mal den letzten Hebel werde ich noch betätigen und dann sind wir hier leider an der Stelle angekommen, wo ich erstmal Schluss mache. Alter. What happened here? These corpses don't look like they were killed by those monsters. The blood on the ground looks fresh. Not much time has passed. Who are they? Why have these people been hanged here? I hope Wake's okay. Ja, muss man sagen, gibt sogar eine richtig schöne Übersetzung. Also ich bin sehr zufrieden mit der englischen Synchronisation. War das jetzt jemand anders oder ich das? Ich glaube, das war jemand anders. So, also, erster Run. 31 Minuten hat es gedauert. Better. Okay. Und ich glaube, das ist für diesen Part jetzt schon alles, was man machen kann. Continue Current Vision Episode 1, zweiter Run. Okay, also wenn ich jetzt neu anfangen würde, würde ich dasselbe nochmal spielen, das brauchen wir nicht. Wir gehen raus und ich sage euch, dieses Spiel hat mir sehr gefallen. Ich würde mir definitiv Bright Memory Infinite oder Infinite, würde ich mir auf jeden Fall holen und sofort auch spielen. Wenn es kommt, muss ich nochmal nachgoogeln, wann kommt das, gibt es eventuell schon. Ich werde es dann auf jeden Fall mal anspielen. Das hat mir mega Bock gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass geile Gitarrenmucke, fette Splatter-Effekte und riesige Monster, dass das so viel Spaß macht. Nee, ist gelogen. Das kann man sich schon bei der Aufzählung denken, dass das eine Menge Spaß macht. Und wir kennen es ja auch schon von, in dem Fall, Doom. Und dann eben auch so ein bisschen Dark Souls. Bin sehr gespannt, ob diese Kombination, ob die gut ankommt. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Spiel. Ich glaube, das wird ein kleiner Hit bei vielen Leuten werden, die sich ja mit diesem Dark Souls Prinzip oder auch mit dieser Art von Ego-Shooter, wo man eben auch ein bisschen slashern kann und so, die sich dafür interessieren, da ist das, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Also ich halte das für ein gutes Spiel, auch wenn ich jetzt nur eine Stunde gespielt habe und das auch nur eine Demo war. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich ein derartiges Spiel habe oder vielleicht sogar was anderes, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall war das eine sehr schöne Geschichte und ich bin froh, da ich mir das angeguckt habe und ihr hoffentlich auch. Und jetzt wünsche ich euch noch ein schönes eine schöne Woche, einen schönen Nachmittag, wann auch immer ihr das guckt. Und hoffentlich mögt ihr uns, hoffentlich gebt ihr einen Daumen nach oben, hoffentlich auch mal einen Kommentar auf YouTube. Gerne auch mal in den Supporters Club eintreten. 12.000 andere glückliche Zuschauer können nicht irren. Okay, das war's. Ich mach Tschüss und ihr guckt jetzt einfach weiter. Bis dann.